So, ich bin zurück. Herzlich willkommen aus der Dominikanischen Republik. Mein Name ist Michael Network. Schön, dass du da bist zu diesem heutigen Video. Und heute sprechen wir mal über Ergebnisse, mal über Zahlen, Daten und Fakten. Beziehungsweise ich werde auch in den letzten Tagen immer gefragt, Emanuele, wie sieht es denn überhaupt aus? Ist die Masternode rentabel oder sind die Masternodes auf lange Sicht eher rentabel? Deswegen habe ich jetzt mal heute mal zwei Excel-Tabellen für dich vorbereitet. Ich werde dir zeigen, ob sich das überhaupt gelohnt hat, in dieser Masternode zu investieren. Beziehungsweise wir haben auch letztes Mal über das Projekt Altbit gesprochen. Wir werden natürlich uns auch hier die Excel-Tabelle anschauen. Wir werden uns das Ganze ansehen, und zwar, was hat sich bei Altbit so getan. Wir werden uns die Preise anschauen. Es gibt natürlich auch ein Projekt, das bringt auch sein nächstes Produkt raus. Wir werden natürlich schauen, ob das jetzt was bringt, beziehungsweise weil die Masternode jetzt aktuell relativ günstig ist und man jetzt überlegen kann, ob man einsteigen kann oder nicht. Das werden wir uns natürlich unter die Lupe nehmen, und natürlich werde ich dann den Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin bekannt geben und natürlich das neue Gewinnspiel. Deswegen würde ich vorschlagen, nach diesem Intro-Video geht's weiter. Okay, jetzt sind wir zurück, und zwar, wir schauen uns mal das erste Projekt an, und zwar Altbit. Ich habe ja im letzten Video darüber gesprochen, und wir haben jetzt aktuell hier einen Wert von 24.778 Satoshi. Also Altbit hat wirklich einen sehr, sehr krassen Lauf hingelegt, und zwar, ich habe natürlich ein sehr, sehr starkes Potenzial gesehen in dieser Plattform, beziehungsweise in diesem Projekt, und der ist natürlich sehr, sehr stark nach oben gegangen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hey, langfristig gesehen weiß ich nicht, ob Altbit da was bringen kann, aber natürlich kurz- und mittelfristig finde ich dieses Projekt auf jeden Fall genial, finde ich richtig, richtig gut. Und zwar, wenn wir jetzt einmal hier auf E-Sports drücken, und zwar, da hast du die Möglichkeit, auf viele verschiedene Teams zu setzen. Also das heißt, es gibt hier dieses Spiel Counter-Strike Global Offensive, also es ist ein Ballerspiel, so wie das die meisten Jugendliche sagen. Und zwar, es werden auch demnächst mal auch weitere neue Spiele dazukommen, wie zum Beispiel League of Legends, Dota 2 und so weiter und so fort. Also es wird auf jeden Fall weiter ausgebaut, das finde ich richtig gut. Und jetzt schauen wir uns mal hier die Statistics an bei Masternodes.online. Wir sehen hier aktuell ein tägliches Einkommen von $12,49 und ein monatliches Einkommen von $374,70. Relativ gut performt. Also wir sehen jetzt hier einen Wert von 24.777 Satoshi, und der ist auf zwei Exchanges gelistet. Also das heißt, der hat ein relativ hohes ROI. Also wie gesagt, ich habe es auch schon in meinem letzten Video erwähnt, und zwar, das ist eine Risiko-Masternode, und zwar alles, was über 200% ist, ist hohes Risiko in Anführungszeichen, aber ich möchte das Risiko in Kauf nehmen, und ich bin mir dessen auch bewusst. Aber das Interessante dabei ist, dass Altbit wirklich, wirklich gut performt hat, so in den letzten 3 Monaten. Du kannst es hier sehen, also ständig nach oben gegangen. Ich denke, irgendwann mal wird es sich auch bestimmt korrigieren auf die 15.000 bis 20.000 Satoshi. Wir werden uns das Ganze natürlich eben in den nächsten Videos anschauen. Aber jetzt schauen wir uns mal eben die Ergebnisse an, und zwar, ich habe eine Excel-Tabelle für dich vorbereitet. So, und wie du hier sehen kannst, wir sehen jetzt hier die Tabelle von Altbit, und zwar, ich habe einen ROI derzeit von 14%, also das heißt, ich habe die Masternode für $750 eingekauft. Mittlerweile hat die Masternode über $900 Wert, also das heißt, ich habe schon von der Masternode her $150 Gewinn gemacht, und meine Total Earnings betragen bisher $106, also das heißt, ich brauche jetzt noch ein bisschen, bis ich meine ROI erreicht habe. Aber ich habe es schon in meinem letzten Video erwähnt, und zwar, sobald die Masternode auf 0,35 Bitcoins, also beziehungsweise 35.000 bis 40.000 Satoshi hochgeht, werde ich die sofort abstoßen. Warum? Weil ich denke, dass so, erst aber mal so ein Preisanstieg eher dazu führt, dass der Preis wieder stark nach unten geht. Deswegen denke ich, wenn der Preis einmal hochgeht, dann ist gut, dann werde ich die Masternode verkaufen und werde einfach auf, ja, sagen wir mal, den Preisfall warten, und sobald die wieder auf 0,20 ist, dann werde ich die nochmal einkaufen, und somit habe ich dann eben meinen Gewinn raus. Und wie du das hier sehen kannst, ich habe jetzt eben hier heute ausgecashed am 21. insgesamt 15,5 Coins. Also das heißt, relativ gut. Also wir haben jetzt hier am 15. begonnen, also das heißt, es sind insgesamt 6 Tage, und wir haben jetzt hier 14% nach 6 Tagen rausgekriegt, also richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, es ist immer noch eine High ROI Masternode. Und wenn du dir dieses Risiko bewusst bist, dann kannst du natürlich eben die Altbit Masternode, unter diesem Video findest du einen Link zu unserer Crypto Self-Made Masternode Hosting Plattform, und da kannst du binnen weniger Minuten deine Altbit Masternode hosten. Also das heißt, du gibst dir einmal deinen Output ein, einmal deine IDX, und du selektierst deinen Coin. Also wenn das Altbit ist, dann klickst du einmal hier drauf, schreibst Altbit rein, und somit kannst du auch schon losgehen.
Und das, was ich noch zum Schluss sagen wollte zu Alped, und zwar, wir haben jetzt hier die neue Wallet, und zwar die neue Wallet synchronisiert auch schneller. Also mit der alten Wallet hat man noch die Probleme gehabt mit der Synchronisation und so weiter, aber jetzt läuft das relativ gut. Also das heißt, wir sehen jetzt hier verfügbarer Kontostand über 1000 Coins. Also das heißt, wir brauchen mindestens 1000 Coins, damit wir eine Masternode zum Laufen bringen. Und natürlich kann man diese Coins dann akkumulieren, und wenn man die weiteren 1000 hat, beziehungsweise wenn man zum Beispiel 500 hat und dann kaufst du noch mal 500 Stück, dann hast du natürlich zwei Masternodes. Dann geht es halt natürlich schneller und dann bekommst du auch mehr Erträge. Aber wie gesagt, investiere auch nur das, was du bereit bist, vollständig zu verlieren. Okay, und jetzt kommen wir schon zum nächsten Coin, und zwar wir schauen uns mal Dark Bitcoin an, und wir haben jetzt eben hier die ganzen Resultate, beziehungsweise ich habe jetzt heute die Resultate ausgerechnet, und wir werden uns das Ganze mal anschauen. Und zwar, das was mir nicht so ganz gut gefällt bei Dark Bitcoin ist, ist es eben das Team nicht gezeigt wird. Also das heißt, das Team ist komplett anonym, und wir haben jetzt hier bei Dark Bitcoin eben eine Masternode, das jetzt aktuell über 220% ROI hat. Aber was mir richtig gut gefällt, ist, dass der Developer sehr aktiv ist. Also das heißt, es kommt auch in den nächsten Tagen ein neues Produkt raus, und das werden wir uns natürlich eben gleich in den nächsten Minuten anschauen. Und zwar Dark Bitcoin ist insgesamt auf zwei Exchanges gelistet. Also aktuell haben wir Stacks und CryptoBridge, und wir haben ein monatliches Einkommen knapp von $29,35. Und wir haben insgesamt, sagen wir mal, der Dark Bitcoin hat einen Wert von 396 Satoshi. Also das heißt, der hat sich relativ, sagen wir mal, relativ nach unten be bewegt in den letzten Monaten. Also das heißt, das sieht man eben hier von der Chart her. Also wir sehen jetzt auch eben hier den Satoshi-Wert, also der ist auch nach unten gegangen. Und wie wir das hier sehen können, ich habe die Masternode eben hier am 26., also kurz nach Weihnachten, eingekauft bei 700 Satoshi, aber bei 0,07. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, hey, war die Masternode überhaupt rentabel? Also hast du bisher Gewinne erwirtschaften können oder nicht? Oder hast du große Verluste erlitten? Und das werden wir uns natürlich gleich anschauen. Wir haben jetzt hier ein ROI von 232%, also das, was sehr positiv ist, sagen wir mal so. Da haben wir die aktiven Masternode von 2462, und es sind über 72,58% gelockt, und es werden aktuell circa 25 Masternodes verkauft auf CryptoBridge. Also ich denke mal, dieser Coin ist ein, sagen wir mal, Mid-High-Risk-Coin, und schauen wir uns mal kurz die Excel-Tabelle an. Alright, jetzt bin ich zurück, und jetzt sind wir hier auf der Excel-Tabelle von Dark Bitcoin. Ich habe jetzt insgesamt 36% rausgeholt, also das heißt, ich habe damals die Masternode für $257 eingekauft. Also für dich, lieber Zuschauer, falls dich die Dollarwerte interessieren, $257 oder 0,07 Bitcoins. Das war am 26.12. richtig, da habe ich die Masternode eingekauft. Und wir sehen jetzt eben hier, ich habe jetzt eine ROI, ich brauche noch 64%, bis ich die 100% erreiche. Also das heißt, ich habe jetzt hier bisher, also seit dem 26. Dezember, 0,025 Bitcoins rausgeholt, also insgesamt 35% der ROI in Bitcoin. Also das heißt, wenn wir jetzt weiter runter scrollen, dann sehen wir die ganzen Ergebnisse, beziehungsweise das, was ich mir rausgeholt habe in den letzten Tagen und in den letzten Wochen. Und wenn wir das jetzt eben hier ausrechnen, die Masternode hat jetzt aktuell einen Wert von ca. 0,04, 0,045 Bitcoins, also mehr oder weniger sind wir hier im Gleichgewicht. Also das heißt, ich habe keinen Gewinn oder auch keinen Verlust gemacht. Also das ist jetzt interessant zu verstehen, weil wir als Investoren müssen da schauen, hey, ist es überhaupt jetzt interessant, sagen wir mal, eine neue Masternode zu kaufen und dann eben darauf spekulieren, dass die Masternode natürlich wieder nach oben geht, weil ich denke, dass Dark Bitcoin aktuell sehr günstig ist zum Einkaufen. Und wir schauen jetzt auch gleich mal die neuen Updates an vom Developer, beziehungsweise was sich so in den letzten Tagen getan hat. Okay, jetzt sind wir auf Twitter, und zwar, es gibt dieses Dark Pay Market, also das heißt, es wird jetzt in den nächsten Tagen rausgebracht. Ich denke mal, das bringt oder das wird auf jeden Fall Dynamik reinbringen in das ganze Spiel, und ich denke, dass Dark Bitcoin jetzt relativ, oder ich denke mal, so seinen Boden erreicht, also 0,035, 0,04 Bitcoins für eine Masternode, denke ich mal, ist relativ okay. Also ich sag mal, man kann dieses Risiko eingehen. Also da sehen wir jetzt zum Beispiel eben hier auf Vimeo.com. So wird dann die Plattform ausschauen. Also das ist die Testnet-Plattform. Die ist jetzt noch nicht veröffentlicht worden, aber man kann jetzt so gesehen mit seinen Dark Bitcoins eben einen Apple-Computer kaufen, beziehungsweise Merchandise und so weiter und so fort. Und ich denke mal, das hat auch so an sich seinen Real-Use-Case. Also das heißt, erstmal für Dark Bitcoins, also nicht an, also keine anderen Coins, also die akzeptiert werden. Aber ich denke mal, dass vielleicht dem, ja, sagen wir mal, im kurzfristigen Bereich oder im mittelfristigen Bereich Dark Bitcoin auf jeden Fall noch was bringen könnte. Also das heißt,
Vielleicht, ich spekuliere darauf, dass die Maßwort vielleicht auf 0,07, 0,08 wieder hochgeht. Und ich kaufe mir jetzt persönlich nochmal eine. Also das heißt, ich gehe dieses Risiko ein, in Anführungszeichen. Und wenn dann diese Maßnot auf 0,08 hochgeht, dann verkaufe ich eine und lasse dann eben eine weiterlaufen. Und somit denke ich, da hat man ja seinen doppelten Gewinn raus. Und somit kann man dann eben auf weitere Maßen und dann eben punkten. Okay, und das war jetzt die Analyse von diesen zwei Coins und Fazit zu diesen zwei Coins, also zu Alpit und Darkbit Coin. Das sind halt Mid-Risk-Coins bzw. Mid-High-Risk-Coins. Also das heißt in diesem Sinne, du solltest auch wirklich nur das investieren, was du bereit bist, vollständig zu verlieren. Natürlich können sich ja, sagen wir, die Projekte sehr gut entwickeln, langfristig gesehen, aber ich würde jetzt nicht darauf wetten. Also das heißt, wenn du mich jetzt fragst, Emanuele, auf welche Projekte soll ich setzen? Also meiner Meinung nach sind Polis, Mastodon Pro, Blocknet natürlich jetzt eben diese Coins, die natürlich eben Bestand haben. Also das heißt, du kannst auf diese Projekte setzen, die auch ein Long-Term-Potenzial haben. Die anderen Coins sind halt eben eher so ein bisschen Wischiwaschi. Die müssen sich halt erstmal etablieren. Die haben eine kleine Marktkapitalisierung. Also das heißt, es ist immer ja, mit Vorsicht zu genießen, das Ganze. Jetzt mit Darkbitcoin und mit Altbet. Aber wie gesagt, ich habe jetzt von jedem dieser Maßnahmen mindestens eine und ich werde mir natürlich jetzt die zweite Darkbitcoin kaufen und werde mal schauen, wie sich das Ganze dann eben entwickelt. Ich denke, dass Darkbitcoin auf jeden Fall gut performen könnte in den nächsten Wochen. Also das heißt, ansonsten würde ich mir die Maßnahmen nicht kaufen. Ansonsten gibt es halt noch weiterhin entweder Giant, wir haben Polis, wir haben Maßnahmen Pro, wir haben Blocknet, wir haben Pivx zum Beispiel, sind diese Coins mit einer starken Relevanz. Und ansonsten, wenn du irgendwelche Fragen haben solltest, dann kannst du mich auch gerne kontaktieren. Unter diesem Video findest du all meine Kontaktdaten und außerdem findest du natürlich auch den Link zu unserer Crypto Self-Made Masternode Hosting Plattform. Da kannst du deine Masternodes binnen weniger Minuten bei uns starten. Okay, und wenn du irgendwelche Fragen haben solltest, gib mir Bescheid. Ich bin sowieso auf allen sozialen Medien immer aktiv und du siehst jetzt eben hier auch mein letzter Blogartikel. Masternode kaufen, es ist ein hohes Risiko. Schau es dir an. Also es sind immer und immer wieder neue Informationen drin, was Masternodes angeht. Also nochmal www.emanuele-mechonna.de. Und jetzt kommen wir auch schon zum Gewinner bzw. zur Gewinnerin der letzten Edition. Wer hat die 5 Altbits gewonnen? Die Gewinnerin ist heute Andrea Giesinger. Herzlichen Glückwunsch, du hast die 5 Altbits gewonnen. Ich werde dir die Altbits gleich zusenden. Und jetzt kommen wir auch schon zur neuen Verlosung. So, jetzt kommen wir zur neuen Verlosung. Und zwar, du hast insgesamt die Möglichkeit, 100 bzw. 130 Darkbitcoins zu gewinnen. Was ist zu tun? Nummer 1, like diesen Stream. Nummer 2, kommentiere mit Ja, ich möchte am Krypto-Airdrop teilnehmen, plus deiner Darkbitcoin-Adresse selbstverständlich. Und abonniere meinen Kanal, damit du die Auslosung nicht verpasst. Und wenn du dieses Video teilst und zum Gewinner oder Gewinnerin ernannt wirst, bekommst du noch weitere 30 Darkbitcoins oben drauf. Okay, das war's für dieses Video. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, gib mir Bescheid. Du findest mich auch auf Facebook. Stell mir eine Kontaktanfrage, schreib all deine Fragen rein und ich werde dir selbstverständlich all deine Fragen beantworten. An dieser Stelle wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Gerne lass einen Kommentar da, abonniere bzw. like und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video in den nächsten Stunden. Bis bald, dein Michonna Network. Ciao, ciao.